Hallo, ich bin's wieder, eure Melissa mit der. Hi, Daya! Und Lea. Und wir sind hier an der Seilbahn. Ja, voll schön. Und wir machen heute die Seilbahn-Challenge. Also, die Challenge funktioniert so. Daya ist hier unsere Schülerin. Und Daya wird uns ein paar. Wie heißt das? Paar Techniken. Also, keine Ahnung. Ja, irgendwie so zeigen, dass Paten zum Beispiel im Stehen. Im Stehen oder. Im Hocken. Oder im Tanga-Style. Tanga-Style. Oder die Tanga-Style. Ja, und auf jeden Fall wird es sagen, und wer am schnellsten wieder hier oben ist, hat dann halt. Der kriegt dann halt die Nacht. Und nicht vergessen, dass man das gemacht haben muss. Wenn er das jetzt nicht macht, zum Beispiel sagen, Die erste Art wird einfach nur mal sitzen sein. Und los. Okay. Auf die Platte fertig, los! Ja! Die wollten das nicht haben, dass ich sie verarscht habe. So. Auf die fertig. Los! Sagen, das ist ein 3-0. Und ja. Seine. Jetzt geht es. Und Tanga-Style ist sehr besonders. Ja, dann halt. Werdet ihr ja sehen. Und ja. Auf die Plätze fertig. Los! Das war unentschieden. Ja. Das heißt eigentlich. Ja, 4-1. Melissa hat einen Punkt. Oh. Und dann. Glück euch jetzt. So, und jetzt werden die beiden Hand in Hand fahren. Sehr romantisch. Okay. Sehr schön, dass ihr wieder dabei wart, und das waren unsere 5 Arten von Seilbahnfahrern. Und ja, Lara hat gewonnen und Melissa hat verloren. Und also ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und wenn es euch gefallen hat, dann ein Daumen nach oben, und wenn nicht, dann ein Daumen nach unten. Aber es wird schon jedem gefallen. Und schreibt in die Kommentare, ob sie noch mehr Videos mit mir und Daya oder allgemein mit mir oder vielleicht alleine machen soll. Okay, dann tschüss und tschüss. Bis zum nächsten Mal.